Hallöchen und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Es geht weiter im dritten Champions League Vorrundenspiel gegen Inter Mailand. Die haben zwei Spiele, zwei Unentschieden. Also Leroy Leroy Sané Transferanfrage. Mann, da habe ich aber ordentlich was durch den Käse bekommen gerade. So, Sané möchte den Verein verlassen. Ja, ich denke mal, das geht auch in Ordnung. So, Inter hat gegen Kopenhagen und gegen den anderen Zausel-Club da jeweils nur ein Unentschieden geholt. Das sieht gut aus, dass sich Inter also heute... Oh, ich liebe diese Inter-Trikots. Das war mal vor fünf, sechs Jahren noch ein richtiger Top-Club europaweit. 2010 Triple geholt. 2010 das Triple geholt. Jawohl, Inter Mailand. So, wen? Ja, Boateng muss natürlich wieder rein. Dann habe ich hier noch Lewandowski, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Über rechts Gentner, Gillespie leider nicht fit, den würde ich ja gerne mehr fördern. Ja, Groß, geil, Kimmich, dann müssen wir hier mal ein bisschen rotieren für den Groß. Ja, gut, das ist meine Elf. Auf geht's ab ins Stadion. So, da wären wir in der Münchner Allianz Arena. Bayern, Inter, Mailand, Champions League Finale, Neuauflage der Saison 2010. Ja, und 2010, 2011... war dann Schluss für Bayern im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand. Heute können wir uns ein bisschen für das Ausscheiden rächen. Ja, gegen Kopenhagen und Besiktas haben die Jungs aus Italien unentschieden gespielt. So, meine Aufstellung kennt ihr. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt zum Anstoß und lasst uns hier das Ding machen. Gentner macht gleich ernst, ja? Kann sich hier nicht durchsetzen. Au, schade. So, natürlich, absolute Konzentration ist hier Pflicht. Ja, man sieht gleich. Also, die spielen hier schnell und direkt, aber De Jerome, der macht das schon. So, Koopmans hat Übersicht. Auf Ronaldo. Geht ja gleich gut ab hier. So, Ronaldo hat hier freies Geleit, aber dann mitten auf den Torwart. Hätte ich vielleicht mal spielen sollen auf Gentner. Aus der eigenen Jugend, falls ihr euch wieder wundert, wer ist Gentner. Aus der eigenen Jugend. So, hier Lukas Klünter von Köln geholt. Top-Talent. Also Mats Hummels kennt ihr ja. Und das ist Neuer, der hier mal hingreifen muss. Juarin. Oh, gibt aber Abstoß. Also der Ball war dann wohl vorher im Aus. So, Koopmans, eigene Jugend. Kimmich, kennt ihr. Reus, Ex-Dortmund. Ah. Hat so seine Momente, muss man ja sagen. Wie im Real Life. Spielt solide meistens und hat seine Momente. Ja, das war ein Foul. Das wird auch gepfiffen. Schade, die Flanke wäre, glaube ich, ganz gut gekommen auf Ronaldo. Ja, Ronaldo 8 Saisontore in der Champions League. Weiß ich jetzt nicht, wie viele er dort erzielt hat. So, Heimspiel, drittes Champions League-Spiel der Saison. Ich glaube, letzte Saison habe ich die Champions League ja nicht gewonnen. Ich glaube, nur den DFB-Pokal habe ich geholt. Deswegen, ja, ist der Verlauf der Gruppe schon mal so ein bisschen richtungsweisend. So, jetzt stehe ich hier gerade hinten drin. Das ist natürlich nicht das, was mir gefällt. Ein schwacher Abschluss von Guarin. So, und Inter geht hier vorne drauf und macht genau das, was mir überhaupt nicht liegt. Und jetzt auch noch ein Freistoß. Also, wow, what the fuck. Meine letzten Spiele waren ja alle nicht großartig. So, Boateng. Und der Ball kommt direkt umgehend zurück. Gut geholt. Ich hatte erst die Befürchtung, dass es hier einen Elfmeterpfiff gibt. So, Inter geht hier. Ja, die müssen natürlich, die wissen. So, endlich mal Max Meyer und direkt weiter auf Gentner. Handspiel. Ja, hätte auch bei mir eben passieren können. Das ist hier in FIFA 16 total misslungen. So, so komme ich zu meiner ersten Torschance. Nein! Verdammt, der war scheiße! Oh, verdammter Käse, das ist doch nicht zu glauben. Naja, der Elfmeter war eh ungerechtfertigt. So bleibt es hier spannend, wie das ist mir noch nie passiert.
Oh, Hummels nicht der Schnellste. Koopmans dazwischen. Und wieder ab geht die Luzi. So, Geis. Auf Gentner. Oh! So, jetzt. Kommt auch nicht an auf Meier. Also, was ist hier los? Hoffentlich hat mich dieser verschossene Elfmeter nicht entmutigt. Oh, gut, du, aber oh, Geis. Also, ich verliere hier auch einzelne Zweikämpfe. Immerhin ist Neuer da. Auf Reus. So, mal ein bisschen im Ballbesitz bleiben. Okay, dann kann es auch mal schnell gehen. Wenn das nicht gelb ist, weiß ich es auch nicht. Gelbe Karte für Inter Mailand. Ja. Ambrosio. So, Reus tritt an und wir versuchen es mal. Der kommt. Oha. Der Ding, wollte ich jetzt sagen. Der Ding kommt gar nicht so schlecht. Das Ding geht aufs Tor, aber halt nicht direkt aufs Tor. Ups. Oh. Ja, Hummels mal. Setz dich mal durch. So, Gentner direkt auf Ronaldo. Der hat es ja auch angezeigt. So, Klünter. So, Geis hat die Übersicht auf Koopmans. Da habe ich mich nicht getraut, mit Koopmans was zu machen. Das ist halt auch immer das mit den Jugendspielern. Man traut sich nicht so, als hätte man da einen Robben, Ribéry, Ronaldo oder sonst irgendeinen großen Topspieler. Ja, Mats Hummels perfekt gestanden. Oh, Gentner Platz. Nein! Ah, nimmt den mit, aber nimmt den komisch mit. Und der erste Abschluss. Joe Kimmich. Joshua. So, das ist ein neuer Ding. Was auch immer. Wahrscheinlich abseits von Berardi. Ja. Oder faul oder was auch immer. Glück für mich. Gleicht so ein bisschen den Elfmeter aus. Oh, stark. Nicht stark. Also es sind wenig große Momente im Spiel. Inter sehr bemüht. Und ich laufe zeitweise ein bisschen hinterher. Hier auch wieder beispielmäßig. Mann, der sollte voll nach vorne auf Meier. Ja, so nicht, meine lieben Freunde. So steht es 0:0 zur Halbzeit. Also, wir neutralisieren uns. Bayern-Inter, das ist bisher nicht das gewohnte Niveau, wenn diese zwei Top-Mannschaften aufeinandertreffen. Wir gehen direkt weiter in die zweite Hälfte. Anstoß Inter Mailand. Ah, Klünter, stark. Gute Kombination hier von Inter, ob sie gewollt war oder nicht. Und Neuer. So, Neuer macht das Ding hier schnell. Naja, er versucht's. So, Koopmans. Jetzt vielleicht mal wieder die Bayern. Mit Ronaldo. Geis. Klünter. Oh, alter Falter.
So, mit dem Unentschieden bin ich hier nicht zufrieden. Das sage ich schon mal. Ja, Koopmans, Junge. Aus der eigenen Jugend. So. Auf Ronaldo. Was macht er? Was macht er? Reus. Schön durchgesetzt von Marco Reus. Er flankt. Das Ding kam auch da, wo er hin sollte. Ronaldo ist angelaufen, aber Inter spielt natürlich mit. So, jetzt hier die Reus-Ecke auf den Elfmeterpunkt. Ja! Oh. Den hätte ich dann freien Schlag Inter. So, also, das war ja mal Mut, macht Mut zur Hoffnung gerade, dieser Eckball. So ein bisschen. Ah, schade, misslungen. Die Flanke jetzt mit Reus auf Ronaldo. Am Langpfosten ist gerade keiner. Kimmich. Oh, hauawa. Ah, den muss der Boateng haben eigentlich. Ja, so ungefähr dachte ich mir das. Auf geht's. Nein, Ronaldo war nicht im Tritt. Aber er hat Platz, er wird hier nicht in die Angriff. Ronaldo, 1-0 Bayern. Wow. Also, da ist dann doch die Star-Qualität. Ich habe die ganze Zeit geguckt und überlegt, spiele ich den lang rechts auf Gentner? Aber der war halt nicht perfekt gelaufen. Ja, Ronaldo macht ihn dann clever, wie er ist mit seinen 35 Jahren. So, jetzt bin ich gespannt natürlich. Wird Inter aufmachen? Die müssen die jetzt probieren, sonst sieht es düster aus. Bereits jetzt schon. Oh, klasse Ball. Kein Abseits. Ah, ich habe auf den Assi geguckt draußen, ob der pfeift. So, wird es jetzt hier ein komisches Spiel? Ah, das darfst du nicht machen. Ja, Boateng, da muss ich so reingehen. So, und andere Richtung. Mit Kimmich. Schön auf Gentner, Junge. Der hat Platz. Gentner hat Platz. Nein! Ich brauche eine Spielunterbrechung. Ich möchte gerne wechseln. Boah. Zack. Einfach mal das Spiel unterbrechen jetzt. Guys. Da kommt der Groß. So. Dann kommt Gillespie über links. Der ist fix. Und dann habe ich noch so einen wie Beautyman. Den können wir mal für Meier. Ja. Typischer Halfpuschen Dreierwechsel hier. Gelb für wen auch immer. Jetzt nochmal gelb. Joshua Kimmich. So, wir haben gewechselt. Nein, was macht er? Der Klünter hört auf zu laufen. Weg. Das Spiel hier hat Finalcharakter. So, weg geht drauf. Beautyman. Wenn er den kriegt. Und Inter geht jetzt drauf, so wie ich es erwartet habe. Gillespie. Das, oh mein lieber Herr Gesangsverein. Hummels. Stark. So, Gillespie, der ist noch frisch, der hat noch die Power. Gillespie. Immer noch Gillespie. Alter Falter. So, jetzt nimmt er Koopmans mit. Kriegt die wieder. Immer noch Gillespie. 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 Nein.
Kimmich! Jo, Kimmich! Nein! Oh. Ah, da hat Meier keine Chance. Wer soll darauf gehen? So, Neuer hat ihn. Und auf Koopmans. Der weiß, Gillespie, der kann noch. Der Junge hat noch. Ah, kann er nicht immer klappen. Neuer, Neuer, Neuer. Mensch, da muss er doch vorkommen. So, über rechts, Gentner. Ah, kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. So, Ronaldo. Sieht. Ah, oh, zu hektisch. 90. ist erreicht. Na ja. Ah. Oh. Oh, 1-0 Sieg über Inter Mailand, Alter, das war ja ein Spiel hier. Da pfeife ich doch mal selbst ab hier. Tor, Quatsch, 1-0. Mann, Elfmeter verschossen, Mann. Ah, und Gillespie eben Riesenchance gehabt nach seinem Sololauf da. Wie einst ein junger Lothar Matthäus bei der WM 1990. Ah, so. Puh, genug triumphiert. 1-0, drei schöne Punkte. Keine ganz wichtigen, denn ich war ja mit 4 Punkten vorne. Aber so bin ich jetzt mit 7 Punkten vorne. Bei noch 3 Spielen ist das fast schon ein Bein im Achtelfinale der Champions League. Das nächste Spiel geht gegen den VfB. Ich habe nur noch 3 Punkte Rückstand auf Dortmund. Also auch dort bin ich wieder in der Spur. Wir sehen uns. Ciao, tschüss, und auf Wiedersehen.